Was ist eigentlich Trepang 2? Yep, ich denke, das trifft's ganz gut. Wenn ihr mal wieder Lust habt auf einen Ego-Shooter, der euch den Adrenalinspiegel in die Höhe treiben lässt, dann möchte ich euch hiermit Trepang 2 ans Herz legen. Ich habe die Demo gestern runtergeladen, ich habe mir da nicht viel bei gedacht, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ich bin ziemlich begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es kaum erwarten, die Vollversion zu spielen. Das ist ein unglaublich kompromissloser, actiongeladener, brutaler Ego-Shooter, der einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ich habe jetzt den Prolog gespielt, das ist eine ungefähr 10 Minuten lange Mission. Und dann habe ich noch eine weitere Mission angespielt. Das ist einfach ununterbrochen auf die Fresse. Also wer Bock auf solche Shooter hat, wem vielleicht auch Doom gefallen hat, dem kann ich Trepang 2 wirklich nur empfehlen. Die aktuelle Demo ist jetzt vor ein paar Tagen erschienen. Die Vollversion soll angeblich noch dieses Jahr rauskommen. Es bleibt abzuwarten. Das ist halt ein kleines Indie-Team. Das Indie-Studio nennt sich Trepang Studios. Ist scheinbar auch deren erstes Spiel, soweit ich herausgefunden habe. Und bei so kleinen Studios, da kann man sich halt nie wirklich sicher sein, ob der Zeitplan eingehalten werden kann. Und in dieser verrückten Zeit, von Corona bis zum Ukraine-Krieg, bis zur weltweiten Versorgungskrise, ich sag nur Halbleiter, ja, da kann man sich halt nie ganz sicher sein, ob die Zeitpläne eingehalten werden können. Von daher abwarten. Aber nichtsdestotrotz bin ich ziemlich gehypt und ich freue mich wahnsinnig auf die Vollversion. Der Titel des Spiels ist ein bisschen merkwürdig. Zum einen das Wort Trepang. Soweit ich herausgefunden habe, hat das irgendwas mit der Zubereitung von Seegurken zu tun. Keine Ahnung, was das jetzt mit dem Spiel zu tun haben soll. Und zum anderen die Ziffer 2. Also ein Trepang 1 gibt es, glaube ich, nicht. Habe ich zumindest nichts drüber gefunden. Warum das Spiel dann Trepang 2 heißt, keine Ahnung. Aber vielleicht habe ich auch einfach nicht gut genug recherchiert, ich weiß es nicht. In dem Spiel geht es ganz einfach darum, dass man eine Art Supersoldat ist. Man wird im Prolog von einer Geheimorganisation aus einem Hochsicherheitsgefängnis befreit. Ja, ich weiß nicht, ob man das Gefängnis nennen kann. Es ist auf jeden Fall eine Art von Hochsicherheitsanlage. Diese Hochsicherheitsanlage gehört einer Organisation Horizon, die kann mich scheinbar nicht besonders gut leiden. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hält die mich dort gefangen. Und in dem Prolog werde ich dann von einer anderen geheimen Organisation befreit. Im Anschluss gibt es einen Abstecher in eine kleine Basis. Das ist scheinbar die Hub-Area, wo ich mein Aussehen verändern kann. Ich kann einzelne Missionen auswählen. Es gibt einen Trainingsmodus, eine Art Horde-Modus, wo ich verschiedene Gegnerwellen besiegen muss. Ja, und von dort aus kann ich dann auch in den Hubschrauber steigen, um die nächste Mission anzugehen. Ihr habt als Supersoldat die Möglichkeit, euch während der Gefechte unsichtbar zu machen oder auch die Zeit zu verlangsamen. Das ist ganz klar von 4 inspiriert. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an diese Horror-Shooter-Reihe namens 4. Das ist ja auch schon 15 Jahre her, wenn nicht noch länger. Also Trepang 2 ist ganz klar, zumindest was die Action angeht, von 4 inspiriert worden. Der ganze Grafikstil und auch die Mechanik mit der Zeitverlangsamung, das erinnert sehr stark an 4. Ist ja auch nicht schlimm, das war ja eigentlich der beste Aspekt an 4, von daher macht mir das überhaupt nichts aus, wenn da gut kopiert wird. Die Gefechte an sich spielen sich wahnsinnig schnell, machen irre viel Spaß. Ihr müsst euch immer gut überlegen, mache ich mich jetzt unsichtbar, verlangsame ich die Zeit. Ihr könnt das auch miteinander kombinieren, aber es ist zeitlich stark begrenzt. Ihr könnt euch nicht Ewigkeiten unsichtbar machen, das geht nur für wenige Sekunden am Stück.
Genauso die Mechanik der Zeitverlangsamung. Ihr müsst euch also gut überlegen, wann ihr was einsetzt. Das Ganze bringt dann also auch noch so eine gewisse taktische Komponente mit rein. Ihr habt auch die Möglichkeit, euch an Gegner ranzuschleichen, diese zu packen und als lebende Granaten quasi wieder von euch zu stoßen. Also unterm Strich kann ich ganz klar sagen, ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Wenn es dann irgendwann mal rauskommt, dieses Jahr oder vielleicht auch erst nächstes Jahr, gibt es auf jeden Fall ein Review von mir. Ich werde jetzt im Anschluss noch ein paar Minuten Gameplay zeigen, damit ihr euch selber einen ganz guten Eindruck machen könnt. Ihr könnt es euch ja auch einfach mal runterladen. Die Demo ist logischerweise kostenlos. Da macht ihr nichts verkehrt. Die Performance war bei mir übrigens tadellos. Das Spiel lief bei mir fix mit 120 FPS. Ich kann die FPS-Zahl weder runterschrauben noch hochdrehen auf 144 beispielsweise. Ging einfach nicht. Keine Ahnung warum. Selbst über die Nvidia-Systemsteuerung hatte ich keine Chance, die FPS-Anzahl zu verändern. Aber gut, war jetzt nicht schlimm. Die 120 FPS wurden auf jeden Fall konsequent gehalten. Da können sich andere Studios gerne mal eine Scheibe von abschneiden. So, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, jetzt kommt noch ein paar Minuten Gameplay. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Loading it.